Okay, Männer. Okay, das wusste ich schon. Das weiß ich auch. So. Jetzt reden die nicht. Jetzt reden die nicht! Hallo? Scheiße, Mann. Ich sollte nicht hier sein. Aha, okay. Vorne, an der Front, beim Angriffsteam. Die Penner haben meinen Bruder im Museum getötet. Das bin ich ihm verdammt nochmal schuldig. Bleib ruhig, du hast deine Befehle. Das werden heute nicht die letzten gewesen sein. Du kannst für deinen Bruder immer noch das nächste Mal einen abknallen. Aber da im Club ist der dabei. Woher soll ich wissen, dass der Typ die ganze Zeit zu mir her schaut, während ihr den anderen erwürgt? Glück machen sie Gefangene. Kannst du immer noch deine Rache haben. Dein Bruder macht es sowieso. Und der Schottengriff ist gebauert, der ist schon lautlos. Aber der Bastard, der ihm das angetan hat, soll dafür büßen. Okay, du gehst weg. Du gehst gleich rüber, dann gehe ich zu dir. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Schau, dreht sich um. Ich drücke ab. So. Nein, nicht das, sondern das. Du wieder, das kennen wir schon. Siehe etwas weiter vorne in diesem Part. Nein. Nicht so einfach. Obwohl. So. Ich mach keinen Zwischenspeicher. Wieso sieht der mich, aber sieht die Leiche nicht? Das ergibt doch keinen Sinn. So, einmal du töten, töten, immer wieder töten. Ich töte dich die ganze Zeit schon. Herrlich, wie die Steuerung funktioniert. Das ist einfach grandios. Der Hund ist auch nichts mehr da. Kann ich da hoch? Natürlich nicht. Es ist zu hell oder zu dunkel oder einfach irgendwas. Es ist zu multidimensional. Damit meine ich 3D. Ist da irgendwo etwas, was Krach macht? Nur da hinten. Okay, da drin gibt es auch nichts Brauchbares. Wie kann der überhaupt da runter sehen, wenn er hinter einer Säule steht? Also ich war spontan echt nicht, wie ich die da besiegen soll. Deswegen schleiche ich mich mal an dem vorbei. Du bist lautlos, okay. Das kann gehen. Das könnte gehen. Wünscht mir Glück. So, und tschüss. Ich komm da nicht rein? Oh mein Gott, das ist so dermaßen dumm. Ja? Sieht mich? Sieht mich nicht. Obwohl ich noch weiter vorne stehe. Da hinten ist niemand.
Da hinten ist jemand, da ist jemand. Da links sollte niemand sein. Oder? Nein. Ah, das war mir aber jetzt schon fast klar. Go für Operation Endgame. ETA ist 2200. Ihr wisst, was ETA ist. Wahrscheinlich ist es so Startzeitpunkt, so 2200. So Militäruhrzeit, also 10 Uhr Abend. Egal. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Macht den Laden dem Erdboden gleich. Die Liste mit Personen, die zur Nachbesprechung gesichert werden sollen, wurde bereits ausgegeben. Schweres Geschütz ist unterwegs. Der Einsatz der mobilen Generatoren wird empfohlen. UV-Granaten wurden jedem Team zugeteilt. Toll! Sie sind also sehr gut ausgerüstet. Dann nutze ich das doch mal und versuche mich wieder mal ein wenig aufzubauen. Nein, das auch nicht. Wie war denn das? So, ha! Geschafft. Wir haben zwei Blutpunkte pro ausgesaugten Gegner ist schon sehr hilfreich. Vampirsicht brauchen wir nicht. Und das da ist... verursacht kein Geräusch. Es ist leiser. Okay. Das war das Ablenken, was ich vorhin probiert habe. Mit der Beherrschung. Beherrschung braucht... die Abklingzeit wird auf 0 reduziert. Okay, man könnte jetzt zwei gleichzeitig beherrschen. Oder mehrere, je nachdem wie viele Kraftpunkte man hat. Nehmen wir das, wir brauchen mehr Blutreserven. Je stärker die Gegner werden, desto mehr Blutreserven brauchen wir. Und die muss mehr Fähigkeiten einsetzen. Ich drücke schon wieder A übrigens. Ich habe ja gewusst, dass das wieder Krach macht. Eric? Eric? Kannst du mich hören? Rose, wo zum Teufel warst du? Ich bin auf dem Weg, aber die Gegend hier ist voll mit Vampirjägern. Ich weiß, Eric. Wir haben sie bereits entdeckt, aber wir können sie nicht aufhalten. Wir haben uns hier verschanzt. Okay, bleib da. Ich komme zu euch. In Ordnung. Viel Glück, Eric. Aber ich komme nicht rein, denn wir haben uns verschanzt. Also die haben sich verschanzt. Wie soll ich da reinkommen, wenn der Eingang versperrt ist? Jetzt geht's los. Komm. Drüben ist eine Mine, zwei Minen. Die sind einfallsreich geworden. Und es wird auf jeden Fall immer schwieriger. Das muss man auch zugeben. Aber Fesel, bleib ruhig. Du bist schon so weit gekommen. Und wir brauchen immer noch das Blut vom Obervampir. Nebenbei. Ach so. Deine Gegner haben hier Sensoren platziert. Wenn du ihnen zu nahe kommst, geben sie ein lautes Audiosignal ab, das Gegner alarmiert. Ach so, und die bin instant tot, weil es Vampirjäger sind und die... Oh Gott, wenn da jetzt ein Sensor gewesen wäre, wäre das unfair. Einmal kurz die Umgebung anschauen. Da hinten ist irgendwas Grünes gewesen. Eine Kamera, da oben. Weil die natürlich als mobile Jäger Kameras anbringen, um, keine Ahnung, auf YouTube prominent zu werden. Feindkontakt! Oh, jetzt geht's los, aber sie sehen nur die Leiche da drüben. Hier geht was weiter hinter. Schnappt ihn euch! Du hast keine Chance! Zeig dich, Bestie!
So, und die volle Energie. Also gut, es sind, da hinten sind noch zwei. 1 bis 2, auf jeden Fall was Dickes. Da drüben ist was Dickes und 3 normale. Macht 5 Gegner. Jetzt haben sie die zweite Leiche entdeckt. 1, 2. Es sind doch nur 4 Gegner. 2 dicke, 2 normale. Wir wissen, dass du dich hier irgendwo versteckst. Das stimmt auch. Noch einer weniger? Achtung, hier ist er! Okay, das war jetzt etwas riskiert. Lasst ihn euch! Ich hol mir den Vampir! Ja komm, du hast noch 10 Sekunden. Du hast keine Chance. 9, 8, 7. Aber Ziel ausgemacht! Ach ja, okay. Das war zu sehr riskiert. Gebe zu, mein Fehler. Eric, kannst du mich hören? Rose, yep. Wo zum Teufel warst du? Ich bin auf dem Weg, aber die Gegend hier ist voll mit Vampirjägern. Ich weiß, Eric. Wir haben sie bereits entdeckt, aber wir können... Wir haben uns... Okay. In Ordnung. So, jetzt kommt wieder das da getriggert. Wissen wir auch schon? Ja, Alarm. Ganz kurz schauen, wer bewegt sich denn jetzt wie? Geht der nur da hin und her die ganze Zeit? Ich glaube nämlich ja. Warte mal kurz, da anlehnen, dann sieht er mich nicht. Ja, da geht nur so hin und her die ganze Zeit. Aber da oben sind zwar die hin und her schon. Okay. Dann mal kurz da stehen bleiben. Du bist also der agilere von denen. Da hinten sind auch noch sehr viel. Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da solltest du wahrscheinlich nicht kümmern. Du wirst nicht gefunden. Du da ganz hinten? Hallo? Ich versuche dich da anzuvisieren. Hallo? Ah ja, Cooldown. Warte, so. Ja, reicht doch. Wie oft hast du noch zuschlagen? Hatte ich ja ganz vergessen, dass du den Sand noch kann. Da wäre so Quietschemaus. Quietschemaus. Lauteste Maus der Welt. So, einmal kurz orientieren. Logisch. Du schaust die ganze Zeit da zu mir her wahrscheinlich. Ja. Er hebt nur den Arm hoch und runter. Mehr macht der Mensch nicht. Und da die Kameraführung so irrsinnig gut kalkuliert ist, habe ich keine Ahnung, wie ich da hinten hin... So. Gleich wieder in die Hocke. Du siehst den. Da ganz hinten ist noch einer, man sieht den schon. Ach so, das seid ihr zwei.
verdammt. Ja. Gib mir Deckung, ich schnapp ihn mir. Wissen, dass du dich hier irgendwo versteckst. Hä? Wer hat mir denn jetzt gesehen? Habt ihr ihn schon? Hier ist er nicht mehr. Ist es die... Ist es original die verdammte Kamera? Die instant weiß, wo ich bin. Du hast keine Chance. Hä? Da nicht? Da schon. Ja, nein, vielleicht. Habe Ziel gefunden. Ja, super.